Klick dich ein oder friss Dreck. Los, fang an. Was ist jetzt hier? 23:59. Let's motherfucking. Okay, Leute. So. Ich bin hier, ich bin aus dem Bett aufgestanden. Alter, YouTube ich bin hat so Verspätung oder was? Nackig. Ey, jetzt mach. Was ist denn das? YouTube? Bin ich bei einer Premiere glaub, dabei? Gehst du mal los hier oder was? Da will er mich verarschen, sag mal. Ich glaube, da rappelt's in der Kiste. Da rappelt's in der Kiste. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Komm, ey, los. Ich was bin ist wirklich hier los? Ohne Witz. Wo ist diese 10987 Countdown, diese laute Ich bin wirklich aus dem Bett aufgestanden und mein Mod hat mir gepostet, yo, er ist bei Keanu im Chat und hier und so. Dann komme ich da drauf und dann sagt, er ist eine Premiere. Und was? Ich bin komplett rausgeflitzt, hab mir mein Cappy aufgezogen. Los geht's, Mann. Jetzt. Ah. Da ist doch schon diese Lieblingsmusik, die ich über alles hasse. Du musst, du musst in der Zeit. Kianosch, du musst mal eine andere Premiere einstellen, Alter. Das ist ja auch dieser Standard-Scheit, ne? Du musst Sci-Fi-Premiere einstellen. Glaub mir, Sci-Fi lieben die Leute. Ich bin legit. Ich hab nur mein Cappy auf. What the fuck? Ballern. Ist ein bisschen strange, aber okay. Wenn ihr wirklich richtig geilen Mucke, geilen, ehrlichen Rap hören wollt. Let's go. Dann müsst ihr das pushen. Es geht nicht anders. Ich find's gerade echt lustig. Oder wollt ihr jedes Jahr die neuen selben Songs immer wieder hören in euren Playlists? Nee, Mann. Ja. Nee. Will keiner, oder? Wer will denn das schon? So. Out now. Ey, Andi mit dem Cappy und mit der Wolwig hier bewaffnet. Die 1-5er Gun am Start. Kianosch, hinter den Kulissen. Ich bin gespannt. Oh. Genau, und ganz wichtig, wenn ihr Spotify geht und diese Musik pumpen wollt, bitte geht auf keine Playlist. Scheißt auf Playlisten. Dreck. Keine Weg Playlisten. Damit. Braucht kein Mensch. No. Erstellt euch eure eigene gefälligst. Ja, nehmt euch die paar Minuten, erstellt euch eine eigene Playlist und packt meine Songs da rein. Like die Songs auf Spotify und macht sie zum Favoriten. Ja, das Mann. Ist der wahre Push. Der Rest ist nur ein Husch. Rappt der gerade drauf, ey? Wir alleine gegen die gesamten kleinen Wichser in der Industrie. Jeder kann kommen, wenn er will. Also Leute, wenn ihr wirklich wahrhaftig pushen wollt, spart euch die Abos hier, spart euch das Ganze, knallt euch das als Favoriten rein, pusht den Algorithmus. So wird geballert, Alter. Bro, wir schaffen das, groß. Macht euch keine Sorgen. Mach groß. Ein guter Ding. Ich mein, mach das Ding groß. Ja, vergiss mal diese. Zwei. Eins. Leute, go! Nur für euch. Zehnmal. Oh, komm, danke. Wir müssen Zahn zulegen. Ja, ist ja gut. Ja, nimm dir das Teil da. Ah, mach bitte das CC aus. Bitte das CC aus. Nein, mach bitte das CC aus. Jane, ist so viele Fragen. Okay, danke, Kianosch. Du hast dich ausgeblendet für meine Reaction. Hey, wir machen Half Half. Ey, danke. Kianosch, Bruder. What? Ich hab jetzt mit gesprochen wegen dem Song. Der ist hier ein bisschen zu hart, aber der hätte Bock, mit dir in Session zu gehen. Hinter den Kulissen verschwindet dein Gewissen, denn die Stars, die du siehst, sind alle innerlich zerrissen. Willkommen in der Welt voller Rotlicht und Scheinwerfern. Bist du blind, guck wie das Showbiz uns einkerkert. Diese Medaille hat zwei Seiten, bis sie ihr das Kleid nach paar Flaschen Champagner vom Leib reißen. Niemand will darüber reden. Er hat nicht gehört. Echt leise, Verträge machen aus jedem von euch Zeitgeiseln. Kleine Mädchen gehen mit in das Hinterzimmer. Industrien pushen Rapper, die kleine Kinder drin waren. Hörst du, wie die Stimme zittert? Wegen Kokain schmecken ihre Lippen bitter. Diesen Mittelfinger widme ich den Managern. Nehmen sich Prozente, aber geh nicht mal ans Handy ran. Manipulation, diese Teufel verkaufen Träume. Das bedeutet, du wirst eiskalt ausgebeutet. Hier hast du keine Freunde, sondern Geschäftspartner. Und am Ende zählt nur Wert im besseren Rechtsanwalt. Von 1000 Leute bleiben zwei gute, bis sie auch Streit suchen. Und Bleikugeln fliegen in Zeitlupe. Kein Jubeln, kein Lachen und kein Feiern. Boah, ich weiß, ich kann's leider nicht anhalten, ne, weil ich hier auf Twitch bin. Auf der Live-Premiere so, auf Timestream. Ich bin on-stream irgendwie im Inception-Modus, aber das war schon sick. Hinter den Kulissen, bis der Vorhang fällt. Ey. Die Stimmung ist am Kippen und die Shotgun-Bang. Die Verbindung ist gerissen und der Ort am Brennen. Gib mir Fick und will, dass euch alle sehen. Hinter den Kulissen, bis der Vorhang fällt. Hinter den Kulissen. Vielleicht stimmen die Geschichten über die Dinge, wovon eure Kinder noch nichts wissen. Im Backstage ist das Filmen nicht gestattet, nichts für schwache Nerven. Material und Bilder sind gecuttet, Handys filtern.
Scheiße, Alter, ist das das Beste, was er rausgebracht hat bis jetzt? Welten, hier drinnen wirst du schizophren. Wenn die Zahlen sinken und der Druck steigt, wird kein Gewinn mehr erzielt. Also goodbye, kein interessiert ist, wie du eigentlich fühlst. Und die Mechanismen machen dich auf dieser Reise berühmt. Mit Aftershow-Partys zwischen Satan und Barbies. Wir kamen mit weißen Westen und fuhren mit schwarzen Ferraris rein in die Hölle. Und keiner wusste, was ihn dort erwartet. Der Vorhang fällt. Jo, die Bar mit den mit den Barbies und den schwarzen Ferraris. What the Wäre ich noch in Oldschool-Forum, würde ich mir das als die Signatur reinhauen, ne? So als Signatur, kennst du das? In den Foren? Und ich werde diesen Part nochmal nachhören, auf jeden Fall. Sind komplett verdorben, ich krieg Gänsehaut, wenn ich in die Zukunft sehe. Augen werden zugehalten, Lippen werden zugenäht. Die Maschinerie macht Menschen zu Produkten. Der Machtwechsel kommt von unten. Hinter den Kulissen, bis der Vorhang fällt. Die Stimmung ist am Kippen und die Shotgun bang. Die Verbindung ist gerissen und der Ort am Brennen. Gib den Fick und will, dass euch alle sehen. Hinter den Kulissen, bis der Vorhang fällt. Das war Kianosch und hinter den Kulissen, ganz ehrlich, das war wirklich eine spontane Reaktion. Wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, bin ich so aus dem Bettchen rausgehüpft und hab da gesehen, dass er live ist und dass er seinen Song präsentiert. Ey, what? Was war denn das mit den Barbies und schwarzen Ferraris? Das war echt eine Bar, ey. Leute, wie hat's denn euch gefallen? Droppt mir mal wirklich in den Channel rein, beziehungsweise in die Comments, was so euer favorite Kianosch-Track ist. Holy. Ich muss das Ding nochmal hören. Ich fand das Ding wirklich so krass nice, ey. Ich muss es nochmal hören. Ey, vielen, vielen lieben Dank, Kianosch, dass du da auch die Shoutouts auf dem Twitch-Channel gebracht hast und so. Ich bin jetzt wirklich heute Nacht noch aus meinem Bettchen gehüpft und habe hier einfach die Licht angezündet und einfach gesagt, yo, ich recorde. Keine Ahnung, ob ich das irgendwie live aufnehmen will oder so oder irgendwie. Was denn das für ein Song, Alter? Ich fand es schon richtig gut. Holy moly. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ey, voll krass. Wirklich, wirklich voll krass. Ey, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mir da so diese Mucke gezeigt und dass wir da alles so zusammenrücken und dass wir da wirklich so eine Community werden und dass es auch genreübergreifend wirklich so möglich ist, dass man irgendwie das Ganze auch abfeiern kann. Ey, vielen, vielen Dank. Herz gehen raus. Wow, bis zum nächsten Mal. Euer Andi.